Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Minecraft-Video. In diesem Video werde ich ein paar Minigames spielen, unter anderem Gravity und ich weiß nicht was noch, keine Ahnung, was da alles, auf was ich alles Lust habe. Aber wie ich im letzten Video schon kurz angesprochen hatte, habe ich nicht. Ich habe in diesem Video, habe ich es tatsächlich nicht angesprochen. Ich werde in Zukunft mit Shadern aufnehmen, alles mögliche in Minecraft und so. Ich werde in Zukunft diese Minecraft-Videos mit viel, viel mehr Qualität produzieren können quasi, weil ich jetzt eine neue Grafikkarte habe. Ich habe jetzt Zugang auf jegliche Musik von der Epidemic Sound Library unter anderem. Und das war im Grunde schon mal immer so ein kleiner Traum von mir, einfach in diese Library zu kommen. Also hier wird sehr, sehr viel Abwechslung sein, was Musik angeht. Und ich hoffe, die Farben werden wieder nicht zu ausgewaschen bei YouTube. Ich hoffe einfach, dass das einigermaßen gut läuft. Und mit der Musik, ich freue mich schon mega auf Bearbeiten. Wir werden einfach schauen, wie es so läuft. Ich wünsche einfach viel Spaß mit der Runde. Jetzt bis gleich. Okay, noch 4, 3, 2, 1 und los. Wer nicht weiß, worum es in Gravity geht, Gravity ist quasi einfach so ein The Dropper-Verschnitt, will ich jetzt mal sagen. Was ist The Dropper? The Dropper ist quasi ein Spielmodus, wo du von oben runterfallen musst und unten ist eine kleine Wasserfläche. Da musst du sozusagen drin landen, um das Level abzuschließen, sag ich mal. So, hier sind wir direkt. Das sieht jetzt alles so geil aus wegen dem Shader. Ich freue mich richtig. Und ja, das ist quasi jetzt das Ziel hier von diesen Maps. Ich glaube, wir waren sogar erster bei der Map gerade. Oh Gott! Da ist unten wieder so ein Mini-Ding, ne? Das ist Wolle. Das ist blaue Wolle. Was ist das denn jetzt schon wieder? Muss ich hier irgendwie... Hier ist doch nur Wolle. Muss man da irgendwie in die Mitte springen von der blauen Wolle? Sag bloß, oh Gott! Ja! Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Also das habe ich im letzten Gravity-Teil schon mal erzählt, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie es macht. So, jetzt sind wir in der dritten Map, glaube ich, ist es jetzt. Und das ist alles ziemlich schwierig, gerade weil dieser Shader ein ziemliches Handicap ist. Ihr seht schon, wie dunkel das hier gerade ist. Und ihr werdet es auf YouTube wahrscheinlich noch dunkler haben, weil diese Farben wieder runtergepixelt werden. Aber da kann ich nichts gegen machen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet sowas bauen, ey. Ihr habt ein kleines Team, ein kleines Server-Team, was so solche Maps baut. Und dann sowas zu bauen, das wäre mir viel, viel zu aufwendig. Keine Ahnung, man muss halt immer wieder von oben runterspringen und gucken, dass es auch, oh geil, dass es auch so einen gewissen Rage-Faktor beinhaltet. Also mir wäre das echt viel zu aufwendig. So, hier sind ein paar Noten, mein Spezialgebiet. Okay, okay, ja, hier durch, ja, perfekt. Ja, hier ist gerade tatsächlich gar kein Pfeil, der dir zeigt, wo du hin musst, aber okay. Vor allem früher dachte ich immer in Gravity, hier gibt es irgendeinen Weg, den du runtergehen musst und dann quasi als erster unten sein musst, so als erster nach unten gegangen sein. Also dass du quasi als erster nach unten gegangen bist. Keine Ahnung, warum ich das gedacht habe, aber ich habe halt auch bei Gravity auf dem Ravenside-Server, da heißt es ja nicht Gravity, sondern Getdown, das ist noch ein anderes Prinzip. Da musst du halt immer Coins farmen, um am Ende der Runde halt genug Coins zu haben, um dir Waffen für das Deathmatch zu kaufen. Und Jumpdown ist halt so ein ähnliches Prinzip, ist auch auf dem Ravenside-Server. Da geht es quasi einfach, das ist quasi das Gleiche, nur ohne die Coins, dass du quasi kein Deathmatch am Ende hast und es nur darum geht, dieses Ziel unten zu erreichen. Und dann habe ich halt immer gedacht, hier bei diesem Getdown, Quatsch, die The Dropper Map war das. Ich habe ein paar Mal die The Dropper Maps gespielt. Und da, ja, perfekt, gerade so. Da habe ich immer gerade gedacht, wie? Ich bin nicht Drop Place. Game over? Wie Game over? Ich bin doch im Portal gewesen. Wie bescheuert, was war das für eine Runde? Hey, jetzt, welcher Platz bin ich überhaupt geworden? Ich bin hier in der Liste überhaupt gar nicht drin. Doch, da oben. Wie viele Leute sind vor mir fertig geworden? Das ist total unübersichtlich wegen den ganzen Stages hier. Naja, egal, Leute. Das war jetzt der erste Teil. Ich würde sagen, im zweiten Teil spielen wir ein bisschen Skywars. Das habe ich lange nicht mehr gemacht und eigentlich halte ich auch nicht viel von diesem Spielmodus. Aber, weiß ich, zur Feier des Tages, neue Grafikkarte mit Shader, würde ich sagen, probiere ich jetzt auch mal hier eine kleine Runde Skywars. So,
und hier sind wir auch schon in der Runde angekommen. Ich weiß gar nicht, gab es hier überhaupt jetzt eine Kit-Auswahl? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, jetzt eben in der Lobby. Auf jeden Fall loote ich hier jetzt mal eben die ganzen Kisten. Ich bin wirklich nicht der Beste im Looten, also lacht mich bitte nicht aus. Aber wir haben anscheinend schon mal hier die Spitzhacken, das ist schon mal sehr gut. Ach stimmt, wir sind ja auf Hive MC, das ist Lucky Skywars. Ach, mein Lieblingsspielmodus. Lucky Skywars spiele ich so viel lieber als normale Skywars. Hier haben wir jetzt schon ordentlichen Dia-Stuff bekommen. Ich bin in der 1.9, das heißt Axt als Waffe ausequippen. Einen Bogen können wir uns eigentlich direkt machen. Das mache ich sofort. Hier, das Schwert, das brauchen wir eigentlich nicht, aber okay. So, hier können wir uns jetzt einen Bogen machen. Wir haben ein paar Pfeile und dann würde ich sagen, zack. Hier haben wir noch eine volle Kiste. Den Helm, den könnten wir eigentlich gebrauchen, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Dann sind wir eigentlich schon komplett equipped. So, Dia-Hose können wir uns leider noch nicht machen. In Eisensachen auch eigentlich nicht. So würde ich sagen, bleiben wir erstmal so equipped und gehen auf die andere Insel. Das ist wirklich so, 90% meiner ganzen Tode in Skywars, also ohne jetzt irgendwie blöd klingen zu wollen, sind wirklich oder entstehen einfach dadurch, dass ich einfach in irgendeine Grube falle, weil ich nicht genau aufpasse. Ja! Jo, backt auch zum Glück gar nicht. Da haben wir den ersten Kill. Das habe ich auch nicht so oft. Oh Gott. Ich dachte, wir haben uns hier eine Falle gebaut. Gut, dann würde ich sagen, rushen wir direkt auf die nächste Insel. Oh, nice, eine Dia-Hose. Ich bin gerade selber ein bisschen überrascht von mir, weil... Ich weiß gar nicht, droppen die Spieler die Items, wenn die sterben? Ich weiß es nicht, also ich kenne mich auf Hive nicht aus. Wenn ich Skywars spiele, dann auf Gomme, weil ich in dem Moment, wenn ich Skywars spielen möchte, Lucky Skywars auf Hive gar nicht im Kopf habe. Und auf Hive ist es halt auch mega praktisch, weil du musst quasi nie warten, wenn du irgendwas spielen willst. So, bei Gomme ist es halt immer überfüllt, so abends ist keiner drauf und tagsüber sind so viele Leute drauf, dass du einfach untergehst, wenn du kein VIP oder kein YouTuber bist. Habe ich gerade ernsthaft einen Diamant weggeworfen. Genau. Holz können wir nochmal eben abfarmen. Dieser Sonneneffekt, dieser Shader sieht einfach so geil aus. Ich bin so froh, dass ich diese komische Karte jetzt habe, ey. Meine alte, die hat auch, das war der Hauptgrund ist Nummer 1 eigentlich, die alte Karte, warum ich die ersetzen musste. Die hat mein Videoschnitt nicht mehr gehandelt. Ich habe halt in der Skyblock-Folge allein das Intro mit dieser Schrift, mit diesem Animieren, das war schon sehr, sehr zeitraubend, sag ich jetzt mal, also sehr aufwendig. Und ab da hat eigentlich meine Grafikkarte schon goodbye gesagt, weil die hat halt nur 1 GB VRAM und das ist ein bisschen wenig, wenn du Video-Editing machst. Deshalb musste ich jetzt wechseln auf eine 4 GB große Karte. Im Grunde war es jetzt eine Notinvestition, weil ich sonst einfach nicht mehr aufnehmen konnte, schlichtweg. Das war einfach ein notwendiger Schritt in meiner YouTube-Laufbahn. Keine Ahnung, wen ich jetzt getätigt habe. Ich bin sehr zufrieden mit der Karte, allerdings, wie gesagt, auch ein bisschen enttäuscht, keine Ahnung, weil ich hatte das Geld eigentlich für andere PC-Teile gedacht. Ich wollte mir einen neuen Arbeitsspeicher zulegen, also mehr Arbeitsspeicher aufstocken und eine neue SSD einbauen. Und beide Sachen, also für die Grafikkarte habe ich jetzt im Endeffekt fast dreimal so viel bezahlt, wie ich eigentlich für neue PC-Teile bezahlen wollte. Also im Endeffekt ist es dann doch irgendwie schon blöd, aber kann man jetzt nichts dran machen. Muss einfach mal aufhören zu heulen. So, okay. Mein Bogen, den haben wir immer noch. Können wir uns neue Pfeile machen? Wir haben keine Federn, schade. Hat der hier auf der Insel noch irgendwo Federn? Das wäre natürlich praktisch, wenn wir jetzt direkt nochmal neue Pfeile machen könnten. Wir haben jetzt 2 Kills, sehe ich gerade. Ist ja geil. Ihr merkt schon, das wird wieder ein ziemliches Laber-Video. Ich bin gerade mega, motiviert, weil diese Epidemic Sound Library... Oh Gott, nein! Ach, die gibt's ja auch noch! Ganz vergessen, die Creeper bei Lucky Skywars, die kommen ja viel, viel schneller als bei normalen Skywars. Vor allem kommen die einfach so aus den Blöcken, was beim echten Skywars eigentlich auch nicht passiert. So viel am Reden heute. Ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt noch kann. Hier auf der Insel hat er eigentlich nichts mehr. Jetzt wollten wir nach Federn schauen. Hat er hier nicht. Dann gehen wir in die nächste Insel. Müssen wir aufpassen, dass wir hier gleich nicht runtergeschossen werden. Können wir hier irgendwelche anderen Spieler runterschießen, die sich gerade rüberbauen? Ich hoffe, jetzt schießt mich keiner ab, ey. Ohne Witz. Wenn mich jetzt einer abschießt... Oh Gott, mich sieht keiner. Sehr gut. Ich hätte mich vielleicht auch erst in die Insel graben können, also in die Insel fressen. Der hat ein Schwert equipped. Wahrscheinlich ist der in der 1.8. Das ist sehr gut. Sehr gut. Komm. Mein Gott, du denkst halt, du bist dem überlegen. Der brennt selber wegen seiner eigenen Lava hier, der... Aber gut, Leute, das war's. Soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Das wird den halben Tag sitze ich hier wieder am Schnitt. Aber was willst du machen? Diesmal mit neuer Musik. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich... Beschruhig. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.